Wehren Sie nur ab. Der gnädige Herr wird in der Stadt Tee getrunken haben. Und bringen Sie mir den Mantel, bitte, gnädige Frau. Weiß Gott, liebe Frau Gnier. Zurück aus der Stadt. Ah, es war ein fürchterliches Wetter. Bei uns draußen auch, bis vor einer Stunde. Sie haben recht gehabt, dass Sie lieber draußen geblieben sind. Auf dem Friedhof ist man geradezu versunken. Bin nur der Erna zu lieb bis zum Grab. Es hat genügt, der Zeremonie in der Kirche beizuwohnen. Meiner Ansicht nach, bitte Sie, wem erweist man einen Dienst damit? Da hat die Mama recht. Zum Leben haben wir noch nicht wieder weg, den armen Korsakow. Darf ich Ihnen einen Tee bringen lassen? Danke. Wir sind nur auf einen Sprung gekommen. Wir haben Trinktee getrunken. Die Beteiligung war groß. Enorm. In der Kirche hat man sich kaum rühren können. Auch auf dem Friedhof, trotz des miserablen Wetters. Viele Bekannte? Natürlich. Die Natters mit ihrem neuen scharlachroten Automobil. Und von dem habe ich schon gehört. Es hat einen fantastischen Eindruck gemacht an der Friedhofsmauer. No, also nicht gerade fantastisch, aber sonderbar hat es schon ausgeschaut. Grüß Sie Gott, danke, liebe Karte. Frau. Ich danke, Fräulein. Grüß Gott. Dankeschön. Haben Sie meinen Mann gesprochen? Ja, richtig. Er war sehr erschüttert. Das denke ich mir. Ich habe mich eigentlich gewundert. Er gehört doch sonst nicht zu den Menschen, denen leicht etwas nahe geht. Wie genau Sie ihn kennen? Ich habe ihn schon als siebenjähriges Mädel geliebt. Vor Ihnen, gnädige Frau. Ja, schon wieder, gnädige Frau. Frau oh, okay, ja. Er hat den Korsakow sehr gern gehabt. Ja, offenbar. Früher habe ich nämlich immer gedacht, dass der Korsakow nur sein Klavierspieler gewesen ist. Wie meinen Sie das? Ja, sein Klavierspieler? So wie der Dr. Mauer sein guter Freund ist, Herr Natter sein Bankier, ich seine Tennispartnerin und der Oberleutnant Stanzieder sein Sekundant. Was? Ja, wenn es einmal zu sowas käme, meint. Er nimmt sich von jedem, was ihm konveniert. Und um das, was sonst in einem Menschen steckt, kümmert er sich kaum. Wissen Sie, wie mein Mann solche Bemerkungen von der Erna genannt hat? Ihre Produktionen auf dem psychologischen Seil. Geh, Erna, halt dich gerade. Guten Abend. Ah, von einer. Kommen Sie weiter. Wenn es gestattet ist, Christian, gnädige Frau. Wie geht's Ihrer Frau Mama? Dankeschön, gnädige Frau, Christian. Ich habe eigentlich gehofft, Sie wird heute Nachmittag zu mir kommen. Ist sie nicht gestern bei Ihnen gewesen, gnädige Frau? Ja, vorgestern auch. Sie hat mich eben verwöhnt. Meine Mutter ist in die Stadt. Sie hatte Damen zu spielen. Ah. Die Damen waren auch in der Stadt? Ja, wir waren beim Begräbnis von Korsakow. Ach richtig, das war ja heute.